So Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Battle Revolution. Ja, im letzten Part haben wir Kollusion Portal geschafft. Das war dann gegen Ende doch ein bisschen hitziger. Und jetzt kommt Kollusion Wasserfall. Ich habe währenddessen ein paar Pokémon mal von meiner Diamant-Edition auf das Spiel transferiert. Leider ist aus unerfindlichen Gründen mein eigentliches Team gar nicht mehr zustande, sondern nur noch zwei Pokémon. Ja. Meine anderen vier sind irgendwie gar nicht mehr da. Das wundert mich sehr. Ja, leider. Na egal, Kollusion Wasserfall. Mal schauen, ob wir das auch hier einsetzen könnten. Bestätigen. Ja, da wäre mein Individual-Team. Hätte ich jetzt mal. Setze ich mal ein. Ist jetzt nicht ganz perfekt. Ein Pokémon ist noch nicht mal auf 100. Dario, Pikachu-Fan. Ja, auf jeden Fall, hier sehen wir mein Hammer-Team. So, Bericht. Mein Empoleon, das war mein allererstes. Hydro-Pumpe, Borschnabel, gut, Kraxler, keine Ahnung wieso. Und Lake. Dann haben wir noch mein mächtiges Dialga, Lichtkanone, Erdkräfte, Aurasphäre und Zeitenlärm. Gardevoir, Zauberbart, Ladestreib, Psychokinese, Spukball. Habe ich mal für einem anderen Team benutzt. Schlappohr ist nur ihr Schlag, gibt so viel Frustration und Sprungfeder. Denke mal, das Pokémon werden wir ja weniger benutzen. Bronzong, Giroball, Gegenstoß, Sondersensor, Psychokinese. Heatran hat. Ist eigentlich genau das Pokémon, was du da auch fängst. Ist auch auf dem gleichen Level geblieben. Also da ist alles gleich. Ich würde sagen. Weiß ich gar nicht, was ich sagen würde. Gardevoir, Empoleon und Dialga. Dürfen wir mehr Pokémon benutzen? Ach, wir dürfen 5. Ja, komm, kommt Heatran. 5 Pokémon, oh mein Gott! Ey, dann bitte aber nicht 6 Kämpfe oder 7 Kämpfe. Auch wenn wir mit unserem mächtigen Team kämpfen. Naja, was heißt mächtig? Kolosseum Wasserfall, Duellkampf, Kampf 1. Umgeben von einem märchenhaften Wasserschleier beginnt gleich der Kampf. Beide Seiten bersten fast vor Energie. Dieser Kampf wird uns garantiert von den Sitzen reißen. Warte mal. Ist Blanas nicht ein Unlicht-Pokémon? Das muss ich kurz mal nachgucken. Sorry. Aber Blanas ist... Das ist doch ein Unlicht-Pokémon, oder nicht? Welches Pokémon wird denn nun den ersten Schritt tun? Ja, es ist Unlicht. Krass. Cool, dann funktionieren die beiden Attacken gar nicht. Die beiden funktionieren dann gar nicht. Geist funktioniert ja gar nicht. Boah, das ist es kacke. Ah, Ladestrahl. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Guter Treffer, ja. Aber nicht besonders gut abgestimmt. Pff. Kommt da mit Angeberei hier auch noch an, ey. Gut, Gardevoir. Komm lieber. Warte mal, was? Wir dürfen gar nicht wechseln. Es ist nicht mehr verwirrt. Was ist das für ein Kampf? Oh, ich glaube, das verlieren wir. Ja, weil Finte so tot trifft. Oh cool, Siegesang. Ja, weil Finte unnormal viel zieht. Na doch nicht. Ladestrahl. Ich finde Gardevoir echt cool hier. Find's nur lustig, dass es sich die ganze Zeit über den Gegner lustig macht. Es ging zu Boden. Ja, aber Blanas war jetzt auch bitter, ey. In der ersten Runde Blanas. Das ist schon hart.
blaue Seite gewinnt das erste Duell. Ein gelungener Start. Ach, als ob jetzt die ganze Zeit 1 gegen 1 kommen wird. Als ob. Ja, jetzt kommt Vati. Als ob. Hydro-Pumpe! Ein gewaltiger Schlag! Die rote Seite Scheiße. Kann sich kaum noch halten! Ja, klar! Wikibeere, ey. Liebreiz. Trifft nicht. Ha! Und jetzt! Beende es mit Lake! Empoleon! Startet den Angriff! Ein toller Treffer! Empoleon! Das war zu viel. Es ist besiegt! Das war die mächtige Kraft! Ich sag ja, das Pokémon, boah, damit habe ich alles geschafft. Alles, was es in dem Spiel gibt, ey, habe ich mit Empoleon geschafft. Selbst diesen Pokéturm da. Das war auch hart, ey, aber ich habe es mit Empoleon geschafft. Dialga. Ding Sonflora. Zeitenlärm. Tschüss Sonflora. Das kannst du nicht überleben. Und 150, glaube ich, hat Zeitenlärm, Stärke. Das überlebst du nicht. Spiel, Satz und Sieg. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Okay, wir müssen nur dreimal okay. Beim 13-0 haben wir gewonnen. Die bald aufblüht. Cool. Ich habe ja gar nichts eingestellt, tatsächlich. Nö, ich habe die einfach so erstellt, so. Finde ich cool, die Sprüche. Ja, das sind gut. Insektenforscher Harry. Ja, gut, das ist in Ordnung. Gardevoir, Dialga, Heatran, Bronzong. Ist okay. Ich denke mal, mit dem Team ist das ein bisschen unfairer. Ich glaube, vorher war es noch spannend. Jetzt ist es nur noch GG. Alleine mit Dialga ist das GG. Ich meine, wir kämpfen hier, ja, mit das so welchen Pokémon. Das Rauschen des mächtigen Wasserfalls scheint den Kampfwillen der Pokémon zu stärken. Naja, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, ob ich lieber mit den Leih-Pokémon kämpfen soll oder ob ich dies so machen soll. Ich denke mal, nach diesem Part pausieren wir das Projekt auch erstmal, weil ich produziere momentan zu viel vor. An sich ist das für mich ganz gut. Aber so kann ich auf eure Kommentare gar nicht nur spät reagieren. Und deswegen spielen wir dann ab diesem Part erstmal was anderes. Es ist besiegt. Und warten erstmal ab, weil ich würde ungern hier einfach durchziehen. Ne? Und dann sagt ihr, boah, Takeo ist voll scheiße. Ne? Ja, ich würde gerne weiterspielen, auf jeden Fall. Da bin ich sowas von dabei. Aber ich weiß nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich einfach zu unfair spiele, so, dann muss ich so sagen. Ich meine, es ist auch unfair. Das sind mein Team, mit dem ich Pokémon Diamant durchgezogen habe, so, ne? Auch wenn das jetzt das zweites Team ist, so, ne? Ich habe mich jetzt gerade gewundert, die so, hä? Psychokinese? Volltreffer? Und dass es überlebt ist? Wow. Ne? Auf jeden Fall, das ist zu stark, auf jeden Fall. Man merkt es ja auch einfach, wir rennen durch. Ein Angriff, du, down. So, ne? Da kommen die nicht hinterher. Die dritte Pokémon-Gruppe ist erschienen. Bormadam, schützt sich selbst. Hast du ein Glück? Die rote Seite schützte sich vor dem Angriff. Ja, aber Zeitenlärm beendet es. Von Zeitenlärm verzerrt. Ja, auf jeden Fall, das ist zu unfair. Man merkt's ja. Deswegen, aber wie gesagt, wenn ihr das gerne sehen wollt, wie ich einfach durchrase, kein Problem. Aber ich denke mal eher nicht so. Ne? Ich denke mal nicht. Fortfahren. Hm.
Ist ja im Grunde eh egal. Aber finde ich interessant. Das war einfach. Beide Seiten strotzen sofort Tatendrang, dass uns ein großartiger Kampf sicher ist. Der Kampf beginnt. Schneller als wir, ne? Getroffen! Ein gewaltiger Schlag! Die rote Seite kann sich kaum noch halten. Gut, der Band ist eine Psychokinese. Ja, da bist du schneller aus irgendeinem Grund auch immer. Und es trifft auch noch. Als ob Hypnose trifft, ey. Alter, du hast doch verloren. Hör doch auf. Was macht denn das jetzt? So, damit hast du mich auf jeden Fall. Egal, Psychokinese, auf Wiedersehen. Trotz, dass meine Spezialangriffsding stark ist. Das war zu viel. Für dich reicht es. Ja. Die blaue Seite gewinnt das erste Duell. Ein gelungener Start. Ja, ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Runde 2. Komme ich echt mit Bronzong an, ey. Die zweite Pokémon-Gruppe ist erschienen. Na, Sondersensor. Ich hab vierte Psycho nehmen. Egal. Das hat eingeschlagen. Eine fantastische Attacke gleich reicht. Zu Beginn. Es ist schon, ja, ist unfair, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir da einfach durchrasen, kein Problem. Also wir kämpfen, glaube ich, nicht nur mit unseren Pokémon. Es gibt auch, glaube ich, noch einen Cup. Den fand ich tatsächlich sehr schwer, den habe ich, glaube ich. Boah, zweimal musste ich den nochmal neu machen. Weil der Leiter extrem stark war. Ja, das weiß ich noch. Die dritte Pokémon-Gruppe ist erschienen. Naja. Also wir kämpfen nicht nur mit unseren Pokémon. Und schon am Boden. Das Spiel ist aus. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Klar. Ozeanologe Sina. Okay. Dort. Schauen wir mal. Damit habe ich nicht gerechnet. Ladestrahl! Da sind sie schon. Der Kampf beginnt. Das hat eingeschlagen. Eine fantastische Attacke gleich zu Beginn. Und schon am Boden. Natürlich. Die blaue Seite hat. Deswegen habe ich gerade vor auch. Einer einzigen Attacke. Das ist einer meiner Lieblings-Pokémon auf jeden Fall. Er ist beim zweiten Team gewesen, das ich gebaut hatte. Aber mit dem Team habe ich, glaube ich, gegen niemanden noch gekämpft. Tatsächlich nicht. Ich habe es gebaut, aber nie mitgekämpft. Also nie gegen andere Spieler. Aber es war sehr, es ist auf jeden Fall sehr stark gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich da alles drin hatte. Gardevoir, Schlappohr auf jeden Fall. Boah,
Und den Rest weiß ich nicht mehr. Kann auch sein, dass ich die Pokémon... Ich habe die Pokémon auch gar nicht mehr auf meiner Edition. Ja, Diamant habe ich... Der Spielstand ist seit... Boah, seit ich Pokémon Diamant habe. Boah, locker. 2-7, 2-8. Die blaue Seite kann bisher 2 Siege verbuchen. Noch ein Sieg und sie hat gewonnen. Die dritte Pokémon-Gruppe ist erschienen. So. Ein gewaltiger Schlag. Ein direkter. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das sehr effektiv ist. Ach komm mal, als ob ihr die ganze Zeit Erdkanonen jetzt schon. Ein Doppelteam einsetzt. Ist schon langweilig. Und bringt euch nichts. Das hat voll reingehauen. Nur hat ihn besiegt. Ist beendet. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Feuerreiter Ruben. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Empoleon, Gardevoir und Dialga. Wir killen einfach jeden. Muss man einfach so sagen. Dann kämpfen wir doch tatsächlich immer wieder 7 Kämpfe. Das ist ein bisschen blöd. Also ich meine, ist ja schön, dass wir kämpfen, so, ne? Aber ein bisschen zu viel, finde ich. Vorhang auf! Das hat eingeschlagen. Eine fantastische Attacke gleich zu Beginn. Es ist schon naja, Sieg. Gut. Die blaue Seite hat das erste Duell mit nur einer einzigen Attacke für sich entschieden. Natürlich. Die zweite Pokémon-Gruppe ist erschienen. Ich habe aber auch ein Glück jetzt gerade. Den Typ-Vorteil. Zerrüttet durch Psychokinese. Es ist schon besiegt. Die blaue Seite kann bisher 2 Siege verbuchen. Noch ein Sieg und sie hat gewonnen. Ich glaube, die Pokémon könnt ihr auch nicht besiegen. Also die auf jeden Fall nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob die später bessere Pokémon haben. Ich meine ja. Oh, ein Klingplim. Die dritte Pokémon-Gruppe ist der Schaltlärm. Das ist total lächerlich, ey. Junge, Klingplim, was sowieso nicht stark ist. Und ich hau einfach mit Zeitenlärm rein, was noch viel stärker ist. So. Das ist ein komplett vernichtet, so. Ey, ich bin doch gemein einfach, ey. Spiel, Satz und Sieg. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Aber ich finde es schade, dass mein Team nicht mehr da ist in Diamant, muss ich sagen. Muss mal gucken, ob ich das irgendwo anders hingetauscht habe. Kann durchaus sein. Ist das vielleicht in Herb Gold oder so hingepackt habe oder so Silver oder Platin? Flirtenpartner Alexander, als ob. Ja. Halbfinale, ne? 5-6. Ja. Naja, meine Jugend ist schon weg, aber passt schon, ne? Beide Seiten strotzen so vor Tatendrang, dass Scheiße. Uns ein großartiger Kampf sicher ist. Und Scheiße! Guter Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Nein! Warte mal, habe ich ein weibliches Gardevoir oder ist es? Gegner durch dessen Anziehung. Als ob!
Genau, scheiß auf Liebe, Psychokinese. Zerrüttet durch Psychokinese. Ein Megatreffer, es fiel in Ohnmacht. Mein Gardevoir liebt niemanden. Die blaue Seite gewinnt das erste Duell. Ein gelungener Start. Und wir versuchen uns immer wieder mit Anziehung, ey, das ist echt hart. Napoleon. Die zweite Pokémon-Gruppe ist erschienen. Gegen Quapuzzi. Und er darf natürlich anfangen. Body Slam. Stahl. Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Deswegen mag ich Impoleon. Ja, natürlich ist er paralysiert. Sieht doch so bescheuert aus. Das tat weh. Als ob das weh tat, ey. Da kommen wir mal die Druckpumpe. Ja, jetzt will er auf Taktik, jetzt will er auf gemein spielen, ne? Naja, setzt nochmal Hypnose ein. Nein. Guter Treffer, aber nicht besonders gut abgestimmt. Natürlich. Hat 2-0 Absorber, als ob der das auch noch kann, ey. Greifen wir mal mit Kraxler an. Ach man, ich liebe es, wenn ich helfe. Die blaue Seite. Als kommen. Paralyse. Das sind doch nur 25%, glaube ich. Oder 30. Ich weiß es gar nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass es so oft ist, ey. Ein hervorragender Angriff. Hat doch viel gezogen. Ah. Quapuzzi, also auf jeden Fall einiges. Nicht besonders gut abgestimmt. Daneben, really? Wow, was hat denn. Was hat denn Kraxler für eine Treffchance? Das ist ja echt hart. Weil dann trifft der Borschnabel öfters. Ach komm. Ja gut, da bin ich jetzt auch wirklich glücklich, dass dreimal Hypnose daneben gegangen ist. Weil ich wollte gerade anfangen, Leute, wenn wir auch nicht treffen, dann ist es ja auch klar, dass irgendwann Hypnose vor der Tür steht. Dass es auch endlich mal trifft. Und dann setzt das wieder ein, jetzt trifft er auch. Die rote Seite kann immer noch keine Attacke ausführen. Vorschnabel hat. Hätte aber auch wirklich Pech mit Hypnose, das muss man wirklich wiederum sagen. Das war zu viel. Jungs, bin ich ja nicht behindert? Er kann mich doch gar nicht einschläfern, ich bin paralysiert. Och Junge. Und ich denke mir die ganze Zeit, boah, danke, es ist nicht daneben gegangen. Es ist daneben gegangen. Leute, ich. Boah, manchmal bin ich auch wirklich schwer vom Begriff. Wir sind doch paralysiert. Oh, Hilfe. Ja, ich weiß, braucht ihr mir gar nicht in den Kommentaren schicken. Kakiro, dein Pokémon ist paralysiert. Wie kann man es denn einschläfern? Ja, ich weiß. Oh, es hat neben geht daneben. Oh, die kann was anmachen. Glaub mal. Zeitlärm vorbei. Von Zeitenlärm verzerrt. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Und wie sie was machen kann, ey. Der Kampf ist beendet. 3-0. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Ja, hat lange gedauert. Alles klar, viel Spaß. Erschreck bitte die Fische nicht. Ich weiß nicht, die stehen nicht so auf Schreien, glaube ich. Marina! Ist das nicht die mit dem Kyokra-Outfit? Sieht nicht so aus, aber müsste es eigentlich sein. Es gibt nämlich hier eine Arena, eine Leiterin, die hat ein Kyogre-Outfit. Das sieht echt super aus. Kann sein, ich meine, das wäre hier. Die Herausforderin, die wirklich stolz sein kann, da ist es hierher geschafft zu haben. Ich sag ja, das sieht super aus. Das Kyogre-Outfit. Beide Seiten bersten fast vor Energie. Dieser Kampf wird uns garantiert von den Sitzen reißen. Der Kampf beginnt!
Ein toller Treffer. Eine fantastische Attacke gleich zu Beginn. 1-0. Es ist schon Gardevoir klärt. Aber wir schaffen jetzt in jedem Part ein Kolosseum. Also ich habe da nichts gegen, so, ne? Nö, im Gegenteil. Finde ich okay. Aber es kommen einige Kolosseum noch. Aber ich hätte tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel gekommen ist, hatte ich irgendwie trotzdem lieber ein Kolosseum oder halt ein Pokémon XD von GameCube. Finde ich einfach besser, muss ich sagen. Finden viele einfach besser. Ich meine, das ist super. Haben sie gut umgesetzt, so, ne? Aber irgendwas mit Story ist irgendwie geiler. Ja. Also es ist einfach irgendwie viel besser, finde ich. Also nicht viel besser. Aber es hat einfach irgendwas, was ansprechender ist, finde ich. Ja, deswegen, sowas brauchen wir unbedingt für die Switch. Ich meine, ich finde es schön, dass wir Schwert und Schild haben. Auch wenn ich es noch nicht gespielt habe, auch wenn ich es besitze. Aber so ein eigenständiges, so, ne? Fände ich irgendwie interessanter. Gut, ich meine, jetzt setzen sie die Switch halt wie den 3DS ein. Das ist doch super, denn die Switch ist echt eine tolle Konsole. Und ich spiele sie auch sehr gerne, muss ich sagen. Und ich habe auch einige Spiele. Ja, deswegen. Das finde ich ja schon klasse so. Aber. Ja. Naja. Mal schauen, vielleicht geben sie uns noch sowas. Das wäre fantastisch, wirklich. Fände ich auf jeden Fall super. So, damit wäre es das jetzt. Von Seitenlärm verzerrt. Es ist schon besiegt. Tschüss, Marina. Schönes Kaiokraut fütterst du. Für die blaue Seite. Sieht schön aus auf jeden Fall, das Kaiokraut wird. Hier gibt es auch so eine geile Vulkanebene, die finde ich richtig cool. Die sieht auch sehr cool aus, ja. Was du zuerst mal gemacht hast, einen neuen Kampfpass und Pikachu-Schminke. Und einen neuen Kampfpass. Es gibt übrigens Neuigkeiten aus Poketopia. Kolosseum Neon und Kolosseum Kristall wurden gerade eröffnet, da solltest du unbedingt hingehen. Außerdem steht im Kolosseum-Portal ein neuer Leihpass zur Verfügung. Sehen dir mal an. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß in Poketopia. Genieße es in vollen Zügen. Okay. Also wir haben hier Neon. Im Schein blinkender Neonlichter liegt dieses Kolosseum hoch über Poketopia. Sieht cool aus. Und Kolosseum Kristall. In tiefen Poketopias wird dieses Kolosseum von Kristallen erleuchtet. Aber wir haben hier ein Portal. Stufe 2. Guck da mal. Ich will nur kurz den Leihpass sehen. Haben wir gar keinen? Neuen Pass ausleihen. Wen haben wir denn hier? Rotdiamant Carmen. Mhm. Anfänger Fabian. Cool, der hat einen Metang. Und ein Rotom. Cool. Und hier Natalie Papinella Golbert. Ist auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall können wir hier Stufe 2 kämpfen. Das finde ich schon mal ganz cool. Geht das bei den anderen Kolosseum eigentlich auch? Dass das Stufe 2 ist? Wow. Okay, Leute, da hätten wir auf jeden Fall. Ich denke mal, wir machen alle einmal so hintereinander. Und Stufe 2 werden wir vielleicht noch hinterher machen, weil ist dann ja ein bisschen anspruchsvoller. Vielleicht schalten wir irgendwas Cooles noch bei dann. Man weiß es nicht.
Na gut, Leute, das war's jetzt erstmal von Pokémon Battle Revolution. Wie gesagt, schreibt mir unten mal in die Kommentare, ob ich lieber mit Leih-Pokémon kämpfen soll oder ob mein Team aus Diamant für euch ausreicht oder ob ich mir ein neues Team sorgen soll, mit dem ich die Gegner zerstören soll. Können wir auch gerne machen. Einiges Auswahl habe ich auf jeden Fall. Oder würde es dann halt offscreen machen. Na gut, Leute, das war's erstmal von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Battle Revolution, sobald ich die Kommentare ausgewertet habe oder mich halt entschieden habe, was ich dann doch mache. Und währenddessen werden wir dann, denke ich mal, ein anderes Ersatzprojekt spielen. Welches das sein wird, das weiß ich noch nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal von mir. Wir sehen uns, haut raus und ciao!